Grüezi, Eda, eure Mausi. Bonjour, Eda. Hallo, ihr zwei. Habt ihr Ed Euromaus oder den Europhanten schon irgendwo gesehen? Noch leider nicht. Na, dann müssen wir wohl noch etwas auf die zwei warten. Zum Glück läuft ja die tolle Musik von unseren Freunden. Les Rustis. Ja, da wird man doch gleich richtig wach, oder? Kommt, lasst uns zusammen mit dem Ballett ein bisschen tanzen. Also ich als Schweizer kenne natürlich DJ Bobo. Chez nous presque tout le monde connaît le DJ David Beck. Aber DJ Steampunk? Nie davon gehört. Je n'en ai jamais entendu parler. Ja, aber in der Zeitung steht's doch schwarz auf weiß. Ah, da kommt ihr ja. Hallo, Eurofant. Hallo, ihr drei. Aber bitte redet mich doch ab heute mit meinem Künstlernamen DJ Steampunk an. Was? Das bist du? Ja, sicher. Und glaubt mir, ich lege wirklich ganz tolle Musik auf. Wo legst du denn auf? Na, da oben steht doch mein DJ-Pult. Der Eurofant als DJ? Das glaube ich ja nicht. Je pensais que Eurofant ne pouvait que comme ses amis éléphants barrir avec sa trompe. Ich gehe mal nach Ed suchen. Der wird sicherlich auch sehr überrascht sein, wenn ich ihm von der Neuigkeit erzähle. Ja, aber nun gebt ihm noch eine Chance, um zu beweisen, was er kann. Wir kennen ihn schon sehr lange. Oui, und daher wissen wir auch, was er so kann. Und natürlich auch, was er nicht kann. Also ich würde ihn gerne mal hören. Danke, Nana. Ich bin gleich soweit. Muss nur noch alles einschalten. Oh nein, das tue ich mir lieber nicht an. En tant que Français, j'ai trop bon. Stimmt, ich auch. Und als Schweizer habe ich dazu auch noch sehr gute Ohren. Da gehen wir vorsichtshalber lieber auch nach Ed und Edda suchen. Besser ist es, und zwar schnell. So, fertig, kann losgehen. DJ Steampunk, leider ist außer mir und natürlich dem Publikum hier niemand mehr da, der dir zuhören könnte. Die sind gemein. Ja, das finde ich eigentlich auch. Kann er denn nicht für euch ein bisschen Musik machen? Super. DJ Steampunk. Unsere Artisten bräuchten dringend Musik für ihren Auftritt. Kannst du ihnen helfen? Aber natürlich gerne. Super, ich lege gleich los. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Thank you.
Stimmfand, das war ja fantastisch und hat super zu dem Auftritt gepasst. Das fandet ihr doch auch, oder? Dann gebt den DJ noch einen großen Extra-Applaus. Hallo Nana, da bin ich. Oh, hallo Ed. Hallo, liebe Gäste. Schön, euch alle hier zu sehen. Nana, ist das nicht toll, dass heute Morgen schon so viele Gäste hier sind? Ja, und die sind alle da, um dich tanzen zu sehen. Nur noch ein klein wenig Geduld. Gleich ist es ja soweit. Hallo, Ed. Hallo, mein Freund. Es stimmt also wirklich? Du bist der neue DJ hier im Park? Ja, warum denn auch nicht?